ausgezeichnet mit dem Max und Moritz Preis als bester deutschsprachiger Comic, Der Umfall von Michael Ross, Avant Verlag. Ausgerechnet an seinem Geburtstag schlägt das Schicksal zu. Noel kann nicht einmal sagen, der wievielte es ist. Aber zum Glück ist da ja Mumsi, die er fragen kann. Die Mutter, die alles weiß, alles im Griff hat und die er liebt wie niemanden sonst. Am Abend noch hat sie versprochen, dass sie immer zusammenbleiben werden. Doch nun liegt sie anstatt im Bett auf dem Boden und da ist Blut. Mit dem Schlaganfall der Mutter ändert sich Noels Leben von einem Moment auf den anderen. Die ihm vertraute Welt, in der er sich sicher fühlen konnte, ist verschwunden. Sein neues Zuhause wird die Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung Neuer Kerode. Zum ersten Mal lebt Noel nun in einer Gemeinschaft. Wem kann er hier trauen? Wer könnte ihn mögen? Entstanden ist der Umfall zum 150-jährigen Jubiläum der evangelischen Stiftung Neuer Kerode. Um die Erzählung authentisch inszenieren zu können, hat der Berliner Zeichner Michael Ross während der Arbeit an seinem Buch zeitweise selbst in dem niedersächsischen Dorf gewohnt. Das Ergebnis ist ein wunderbar leichtes, lebensbejahendes Buch, das trotz aller Tragik hochkomisch ist und zutiefst berührend. Der Kontakt kam über meinen Verleger vom Avant Verlag, Johann Ulrich, zustande. Zu der Zeit war ich so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von Berlin und wollte ein bisschen aufs Land raus. Und habe ihn gefragt, so, hey, weißt du nicht irgendwie einen Ort, wo man mal ab und zu mal rausfahren kann? Und er schob mir dann diese Nummer rüber, eine Telefonnummer, und sagte, ruf da mal an hier. Das ist ganz interessant, würde dich interessieren. Und das war eben die Nummer vom Leiter von Neukerode, Rüdiger Becker. Und ich habe die dann erst angefragt, ob die vielleicht mal einen Workshop brauchen oder so. Und dann kam die Antwort zurück, sie brauchen keinen Workshop, aber ich soll mal vorbeikommen und sie mal besuchen. Und ob mich das interessieren würde. Ich dachte so, boah, besuchen einfach nur so, okay. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht, bin hingefahren, habe die ganze Einrichtung kennengelernt und gezeigt bekommen von Bewohnern. Dann kam eben diese Frage, hey, willst du nicht über uns ein Buch machen, ein Comicbuch. Und sie hatten davor schon zwei andere Comiczeichner angefragt, die abgesagt hatten, die das nicht machen wollten. Und die erste Begegnung in Neukerode war schon so spannend. Also man kommt da an und man lernt irgendwie in einer Stunde irgendwie 50 Leute kennen, weil einfach so die Leute dort ein bisschen anders ticken und die Kommunikation ein bisschen anders stattfindet. Und ich fand es gleich irgendwie, ich war gleich in so einem Bann von diesem Dorf. Und habe mir das noch ein bisschen überlegt und dann aber das angenommen und dann diese Arbeit an diesem Buch begonnen. Und das Schöne war, dass eben genau das, was ich befürchtet habe, nämlich dass man, wenn man so eine Arbeit für eine Stiftung macht, die Stiftung natürlich auch Einfluss nehmen will auf die Arbeit, weil es ja dann nach außen sozusagen eine Präsentation ist. Und war dann aber sehr happy, dass Rüdiger sehr genau verstanden hat, was die Aufgabe vom Künstler ist. Und dass das nur was überhaupt Gutes werden kann, wenn er sich komplett raushält. Und das ist dann auch passiert. Also sie haben sich komplett aus dem Schaffensprozess rausgehalten. Ich habe dort nicht fest gewohnt. Ich habe trotzdem weiterhin in Berlin gewohnt und habe so alle 3-4 Wochen war ich dort für immer so 3-4 Tage. Hatte dort ein kleines Apartment im Dorf und habe das so über 1,5 Jahre in so einem Rhythmus gehalten, immer wieder hinzufahren. Und weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so der journalistische Typ, also ich kann nicht direkt auf Leute zugehen und sie irgendwas fragen. Und das hat auch in Neukerode überhaupt nicht funktioniert, weil die Menschen dort auch nicht so interessiert waren, irgendwelche Fragen zu beantworten. Und ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich irgendwas über dieses Dorf erzählen möchte, muss ich einfach dort viel Zeit mit den Menschen verbringen. Und es hat sich dann tatsächlich auch so über das immer wieder Auftauchen, immer wieder Dasein, hat sich dann so ein langsames Verstehen ergeben von diesem Ort. Und die ganzen Geschichten sind aufgetaucht. Alles, was in dem Buch erzählt wird, ist ja irgendwie, kommt aus aus dieser Recherche, aus diesen Geschichten, die mir erzählt wurden. Meine Story, die mich zum Comic führt, ist mein großer Bruder. Der hat sehr früh angefangen zu zeichnen, schon so mit. Also der hat einfach immer gezeichnet. Also seit ich ihn sehe, sehe ich ihn dann über ein Blatt gebeugt zeichnen.
Und dann war das so natürlicherweise was, was ich einfach kopiert habe. Also ich habe seine Zeichnungen abgepaust, kopiert, habe versucht, ihm nachzugehen, Zeichnungen geklaut von ihm. Und der zweite Einfluss war, dass wir in der Nähe von, also ich komme aus München-Moosach, das ist da ums Olympiadorf, zum fast Vorort von München, wo nicht so viel los ist. Und es gab aber eine Stadtbibliothek, wo man mit einem Ausweis, mit einem Kinderausweis, 20 Bücher auf einmal ausleihen konnte. Und wir sind drei Geschwister, das heißt, wir kamen auf 60 Bücher pro Ausleihgang. Und das bestand aus 59 Comics und einem Textbuch, weil unsere Mutter gesagt hat, ihr müsst zumindest ein Lesebuch mitnehmen. Und dadurch haben wir über Jahre hinweg einfach diese komplette Bibliothek durch auswendig gelernt, weil es waren nicht so viele Comics und wir haben alles in der Endlosschleife gelesen. Und ich glaube, daraus ist einfach, das war so grundlegend, dass daraus diese Begeisterung für das Comic einfach nicht mehr, die war nicht mehr wegzukriegen. Vorbilder, ja, eigentlich sehr klassisch. Großer Einfluss, Akira von Katsuhiro Otomo, habe ich, glaube ich, komplett im Hugendubel als Kind gelesen, ohne ein Band zu kaufen, bis sie mich rausgeschmissen haben. Dark Knight von Frank Miller. Das wurde bei uns in der Grundschule unterm Tisch so weiterverliehen. Jedes Kind durfte das nach Hause nehmen. Wir hatten nur ein Buch. Und wer natürlich erwischt wurde von seinen Eltern, der dieses Buch hatte, der war natürlich dran. Ich meine, wenn das konfisziert wurde, wusste man, dass die anderen einen lynchen. Und dann natürlich, wo es mich wirklich rumgerissen hat, war, als ich mein erstes Buch von Christoph Blanc gesehen habe. Und ich dachte, wow, okay, so kann man auch Comics machen. Das war nochmal so ein richtiger Aufwacher. Ja, natürlich ein also ich muss natürlich sagen, wie begeistert ich bin, dass das mit diesem Preis geklappt hat. Und ganz speziell an dem Tag, an dem die E-Mail kam, dass ich diesen Preis bekomme, war ich wirklich so völlig verzweifelt. Also es gibt bei jedem Comic, wo man dran sitzt, diesen Moment, wo man sieht das Ufer nicht mehr, wo man losgeschwommen ist, und man sieht noch nicht das Ufer, wo man ankommt. Und man denkt sich wirklich, was zur Hölle mache ich hier? Ich sitze jeden Tag, 6 Tage die Woche an meinem Tisch und fülle kleine Kästchen aus, und das macht dich irgendwann wahnsinnig. Und dann ist es unglaublich wertvoll, wenn so ein Feedback kommt und sagt so, ja, hey, jemand liest deine Comics so. Das wird wahrgenommen, was du machst. Es ist nicht ganz sinnlos.